Das war gut. Das war jetzt gut, weil meine bleibt drin und seine auch. Na, komm, noch ein Stückchen. Noch, na. Ah, wie, du hast verloren. Er hat drei drin, ich habe drei drin. Unser King lässt jeden Quaffel durch den Ring. Wenn das noch schlimmer wird, brauchen wir ein Naja, egal. Wir werden noch öfter Koboldstein spielen, da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Genau, jetzt suchen wir erstmal Fred, George und Lee Jordan. Lee Jordan ist ja ein Klassenkamerad von Fred und George und er ist der Stadionsprecher im Quidditch. Harry guckt ziemlich böse. Ja, ich muss immer erst auf die Fußspuren warten, ob ich überhaupt noch in die richtige Richtung marschiere. So. Ich würde mich so furchtbar verlaufen, wenn ich in Hogwarts wäre. Wirklich wahr. Ich bräuchte wahrscheinlich mindestens ein Jahr, bis ich mich da zurechtfinde. So. Ja, wenn man sowas sieht, dann kann man das ja unterwegs mal schnell mitnehmen. Okay, jetzt nach unten. Ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass wir ein paar Geheimgänge entdecken, um den Weg abzukürzen. Ach, du liebe Zeit. Nee, das ist nicht Lee Jordan. Nein. Das ist... Moment mal, ist es Angelina Johnson? Meinst du, das ist wegen dieser... Stimmt das, was sie im Tagespropheten über dich schreiben? Meine Oma sagt, du bist verrückt. Sei still. Sogar der Minister sagt, dass er verrückt ist. Und sie ist eine Gryffindor und fällt uns dermaßen in den Rücken. Jetzt sind wir wieder draußen. Ach, das war glaube ich, das... Wir sollten ihr vom Raum der Wünsche erzählen. Was will sie denn mit Crab und Goyle? Du hältst dich wohl für was Besonderes, weil deine Tante im Ministerium ist. Ach, Susan Bones. Deine Tante für eine Unruhestifterin. Wir werden ihr eine Lehre erteilen. Was wollt ihr? Ich glaube, wir sollten Susan Bones mal helfen. Eigentlich wollte ich jetzt hier Harry, noch eine Runde Koboldstein spielen. Ron. Hey, Harry, bitte hilf mir! Oh, guck mal, sie wollen ihre kleine Freundin retten! Und Potter, was willst du jetzt machen? Wie kommen wir da vorbei? Benutze deinen Zauberstab! Verfluchen wir die Rotzlöffel! Wir Jawohl. Müssen sie Susan vom Leib halten, damit wir mit ihr reden können! Ja, das machen wir. Endlich dürfen wir uns mal duellieren. Okay. Verdammt. In welche Richtung muss ich nochmal Stupor machen? Au. Steh wieder auf. Los, komm. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich hier tue. Ich weiß echt nicht, was ich hier gerade tue.
Ich bin hier gerade total im Stress, weil ich total unkoordiniert bin. Habe ich sie jetzt? Ja. Danke, du warst spitze. Du hättest ja, sicher das Schlimmste für uns getan. Ach, wäre ich doch nur so gut wie du. Dann komm doch zu unserem DA-Treffen im Raum der Wünsche, siebter Stock. Toll, danke. Sie fragt auch gar nicht nach, was ist denn DA oder so? Nein. So, jetzt spielen wir hier nochmal die Anfängerrunde Koboldstein. Traditionelles Koboldstein, genau. Vielleicht tue ich mir da jetzt leichter. Ich möchte das gerne probieren. Na komm schon. Okay. Ich muss das ja hier jetzt erstmal ein bisschen auflösen, ne? Sieh genau hin. Ja, ich guck genau hin, keine Sorge. Ja, er hat die erste Kugel draußen, okay. Es dauert immer so lange, bis die Perspektiven wechseln. Ich möchte gerne diese Kugel hier rausschießen. Ja, und zwar ohne, dass meine rausrollt. Na, oh nein, bleib drin. Nein. Ah, scheiße. Ah, fuck. Und damit wird mir quasi die eine, die ich rausgeschossen habe, abgezogen, oder? Hm. Ah, das ist jetzt doof. Okay. Ja, jetzt rollt meine wieder raus. Ich darf nicht zu fest, aber ich darf eigentlich auch nicht zu wenig. Das werde ich offscreen auf jeden Fall üben. Das müsst ihr euch jetzt nicht jedes Mal mit antun. Und wenn ich es dann kann, dann zeige ich euch das dann mal. Kann ich vielleicht versuchen, seine Kugel rauszuschießen? Nee, ich glaube, seine wird dann quasi weggenommen, ne? Oder? Ich versuche das mal. Ob das geht? Es ist ein bisschen schwierig, die anzuvisieren. Ja, toll. Jetzt rollt meine auch mit raus. Und seine bleibt drin. Oh, toll. Also, so kann ich ja nur verlieren. Ich mache das, glaube ich, wirklich zu fest. Aber jetzt habe ich sowieso gleich verloren, genau. Aber wie ist es jetzt, wenn ich jetzt seine Kugel raushau? Werden ihm dann seine vier abgezogen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich versuche das jetzt mal so. Genau das hatte ich jetzt vor. Und ich kriege dafür keinen Punkt, wenn ich seine Kugel raushau? Das ist ja doof. Dann bringt mir das ja gar nichts. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich verloren. Ich glaube, das sind... Na, noch nicht ganz, aber fast. Oh, ich habe jetzt nur ganz leicht... Ja, toll. Und meine ist wieder draußen. Ich habe jetzt wirklich nur ganz leicht zurückgezogen. Und es hat jetzt so einen Schwung gehabt. Da braucht man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Komme ich nochmal dran, oder? Ich meine, es ist jetzt sowieso egal. Ich kann das sowieso nicht mehr gewinnen. Ja, ich habe verloren. Okay. Ja, das mache ich mal offscreen. Keine Sorge. Und wie gesagt, ich zeige es euch dann, wenn ich es ein bisschen besser kann. Ja, jetzt habe ich aber Fred und George immer noch nicht gefunden. Hm, wo sind sie denn jetzt? Ich muss erst wieder die Fußspuren finden. Da. Ach, Moment, hier sind noch zwei Säulen, die ich anzünden kann. Das möchte ich noch kurz machen.
waren ja nur die zwei, ne? Ja. Ja. Okay, rechts rum. Wo stecken die denn? Ach, die sind am Bootshaus. Okay. Ja gut, dann kommen wir da auch mal hin. Ich habe gerade gesehen, ich habe da einen Feuerkorb übersehen. Und nicht nur einen. War hier auch noch einer? Ja. Ja, wenn, dann machen wir schon alle, keine Sorge. So. Ja, wir haben schon bald das nächste Upgrade. Das dauert nicht mehr so sehr lange. Na? Incendio! Meine Güte, sind da viele. Das ist so ein bisschen wie bei Lego Harry Potter. Da gab es ja auch dieses, dass man immer verschiedene Fackeln anzünden muss oder Statuen zusammenbauen muss und sowas. Na, komm schon. So. Ah, das sieht aber toll aus hier von der ganzen Landschaft her und so. Super gemacht. Wie viele kommen denn da noch, verdammt? Und vor allem, wie weit geht es da jetzt noch runter? Na komm, dreh dich halt mal um. So. So. Oh, hier auch ganz toll der See. Eigentlich wäre es total witzig, wenn da jetzt der Riesenkrake mal auftauchen würde, von dem in den Büchern ja immer die Rede ist. Es ist auch nicht irgendein See, es ist quasi ein schottisches Loch. Zumindest sieht es ganz danach aus. Okay, da kommt jetzt dann endlich das Bootshaus. Das heißt, wir sind jetzt hoffentlich gleich mal fertig hier. Und da unten sehen wir schon Fred, George und Lee. Also ich nehme an, dass sie das sind. Na. So, zwei noch und dann haben wir es, Gott sei Dank. Aber es hat ordentlich Zauberpunkte gegeben. Also um die 100. Ja, ich habe euch schon gesehen, aber ich möchte trotzdem noch die letzte Fackel anzünden. Okay. Ich denke mal, dass es jetzt die letzte war. Wir haben euch gesucht. Wir haben einen Raum für die DA gefunden. Ich hoffe, ihr verstoßt nicht gegen die Schulordnung. Sowas würden wir doch nie tun, nicht wahr, Fred? Nicht mit so vielen Vertrauensschülern in der Nähe. Wir verstauen lediglich ein paar Sachen, sodass überempfindliche Leute sich nicht gestört fühlen. Wie Umbridge und Filch. Hilfst du uns? Jemand muss ins Bootshaus klettern. Wir reichen dir die Kisten und du kannst sie in die Boote legen. Das wäre sehr nett von dir. Ja, und es wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich möchte mich jetzt hier aber gerade noch kurz umgucken. Hier hinten habe ich nämlich schon eine Kiste gesehen. Die wir, glaube ich, nur einsammeln müssen, genau. Ein verstecktes Paket entdeckt. Okay, was muss ich jetzt tun? Ich muss da wohl hochklettern. Ja. Ah, okay. Und wir kriegen dann irgendwie die, die Pakete zugereicht und müssen in die Boote verfrachten. Aber erstmal möchte ich mit ihm hier sprechen. Vielleicht kriege ich hier einen Geheimgang. Es gibt einen Geheimgang, aber wir stehen auf der falschen Seite. Filch würde uns am liebsten hier anketten und an die Wassermenschen verfüttern. Können wir damit was machen? Nö. Wir konnten es einfach nur entdecken. Nö, okay. Gut, dann klettern wir jetzt hier mal hoch. Harry, danke. Da kommt Harry Potter.
Er überquert die Startlinie und klettert die Leiter hoch. Du musst alle Abdeckungen wegnehmen. Leg die Kisten hinein und deck sie ab. Dann leg die Abdeckung wieder zurück und die Mission ist beendet. Super! Ja, ich kann das halt. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt mit den Kisten anstellen soll, weil ich sehe noch gar keine Kisten. Aber vielleicht kommt es noch. So. Okay, Harry, wir reichen dir die Kisten an. Ah, okay. Leg sie einfach in die Boote. Ja, krieg ich hin. Leichteste Übung. So. Cool. Wie viele kommen da jetzt? Okay. Das wird fantastisch werden. Aber wahrscheinlich sind es insgesamt 6 Stück. Ja, ich denke mal, dass es 6 Stück sind insgesamt. Geschafft! Auf dich kann man sich verlassen. Ich weiß. Yeah! Ist auf jeden Fall leichter, als irgendwelche Futterbeutel im Berg hochschweben zu lassen. Super! So. Okay, genau. Wir decken jetzt die Kisten mit der Plane. Super! Komm runter! Das war jetzt nicht so wirklich schwer, ne? Wenn wir dafür alle drei jetzt in den Raum der Wünsche schicken können, war das eine gute Ausbeute. Wie wär's mit einer Kostprobe? Achtung, Ron und Hermine könnten uns nachsitzen lassen. Was ist in diesen Kisten? Willst du es wissen? Dann wirke Reductio oder Incendio auf diese Kiste. Ja, sag dir einfach, du hilfst uns bei unserem Test. Ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Wirke einfach Reductio oder Incendio auf die Kiste. Sensationell! Nicht schlecht. Wir auch. Und danke für eure Hilfe bei unserem Test. Was für ein Test? Du hast bewiesen, dass das Feuerwerk idiotensicher ist. Wir sollten gehen. Wir sehen uns beim DA-Treffen. 7. Stock, Raum der Wünsche. Cool. Wir kommen. Sehr schön. Alle drei abgearbeitet. Jetzt haben wir 19 von 28. Es geht ja dann doch nochmal voran. Immerhin. Und ich sehe gerade, dass hier noch Fackeln anzuzaubern sind. Komme ich an die da drüben ran? Oh, Myrte. Ja. In unserem Belohnungsraum. Ah, ich glaube, ich muss erst auf die andere Seite rüber. So. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was es uns gebracht hat, aber ich denke, es war schon mal gar nicht schlecht, dass wir das gemacht haben. Ich gucke gerade, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir ja vielleicht noch anzaubern können oder so. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Ist es nicht das Seeufer, wo wir damals im 3. Teil Sirius Black gerettet haben? Ich will mir das jetzt gerade mal angucken. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt einfach nur vom Bootshaus weitergelaufen. Ich sehe jetzt auch gerade nicht wirklich viel. Ich sehe, dass wir hier noch eine Kiste haben. Was hat er gerade gesagt? Verflixt und ja, dann habe ich es aus Versehen weggedrückt. Mal schauen, wo wir da jetzt hinkommen. Ach, einfach nur ein anderer Weg zum Schloss, oder? Naja gut, das schadet zumindest nicht, dass wir hier mal rumgelaufen sind.
Vielleicht irgendwie ein Hintereingang oder so? Gepflasterter Innenhof. Okay. Weasley ist ihr neuer Hüter. Da waren wir noch gar nicht, gell? Trimagischer Trottel. Hau ab. Blöde Kuh. Oh, da gibt's was zum Reparieren. Können wir das überhaupt schon reparieren? Tatsächlich. Können wir. Und noch mehr Fackeln zum Anzünden.